Hallo und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Episode 5.2. Denn wir hatten letzte Woche ein paar Probleme und deswegen nehmen wir einfach neu auf mit den Themen von letzter Woche und alles, was neu dazugekommen ist. Mit mir heute wieder am Start ist der geliebte und geschätzte Markus. Gute. Moinsen. Moinsen, Digga. Alles gut? Ja. Alles gut. Jetzt haben wir ja professionelles Equipment. Meine Fresse. Ich wollte gerade sagen, hier Qualitätsoffensive. Ich bin hier, also das ist, oder was Tonstudio-mäßiges? Podcast-Tonstudio-Keller. Ja, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen. Dann schicke ich dir ein Foto, aber erst, wenn ich aufgeräumt habe. Von wem jetzt? Ja, vom Keller, Mann. Ach so. Vom Podcast-Studio, vom professionellen. Du musst dich aber nicht lasziv am Boden legen, recken oder so. Wieso? Du stellst dich manchmal an, das ist unglaublich. Halt, damit kannst du Geld verdienen. Na, hast du das mitgekriegt von dieser komischen Tussi, die ihr Badewasser vertickt? Ja, klar. Hier dieses die da mit den rosa Haaren. Ja, wie nett ist, was sagt sie? Sie ist ein, was? Elfenkätzchen-Mädchen. Was zur Hölle, was rennt denn da falsch? Aber anscheinend funktioniert das. Voll schlimm. Bei den Japanern geht alles. Da kannst du auch mal Badewasser saufen. Ja, das meinte RHP damals auch zur Sabrina. Jo. Baby, ich möchte Badewasser saufen. Jo. Hast du bestellt? Badewasser aber nicht? Ja, natürlich. 3 Liter, aber leider ausverkauft. Musst du mit gurgeln. Gibt eine samtweiche Stimme. Wunderschön. Da kann ich aber Buttersuppe essen. Ja, bitte. Okay. Oder man macht es einfach so, wie du letzte Woche mit diesem Conject Jelly Wurm Zeugs. Das ist noch eine der wenigen Sachen, die von der letzten Sendung funktionieren. Und das spielen wir euch jetzt ein. Okay. Vielleicht solltest du dich betrinken mit deinem was? Cognac, Gel, Wurm, Flüssig, Scheißdreck, Klumpert. Lotschonk Drink with Cognac, Conjack Jelly. Was? Blowjob Drink? Was? Ja, ein Blowjob Drink. Lotschonk Drink. Hör mal, ich war extra deswegen beim Asiaten. In meine Tochter, Nussloch, bitte. Da war ich auch. Ich habe extra für euch da Investigation gemacht und habe da gibt nichts. Aber egal, ich war hier bei uns beim Asiaten. Und meine Tochter ist ja, also die 12-Jährige, die so ein bisschen japanophil, ne? Also die ist so ein bisschen Japan-geil. Die liest immer Mangas und so und Käse. Und die wartet jetzt Manga? Drauf, dass ich hier diesen ersten Teil von diesem komischen asiatischen Gesöfte saufe. Damit ich ihr Bescheid sage, damit sie den Rest trinken kann, weil sie unbedingt wissen will, wie das schmeckt. Und warum probiert sie das nicht selber? Ich meine, du kannst ja sagen... Weil ich gesagt habe, ich möchte diese Flasche öffnen und möchte das Ding vorher sehen, bevor ich jetzt hier irgendwie... Weißt du, live und mit allem drum und dran und jetzt und hier und nicht erst schon vorher mal probiert. Das heißt, ich sage ja dann Bescheid, dann kommt sie runter und holt sich den Rest. Die will auch unbedingt mal hier mitmachen, weil sie will sich mit uns über unsere japanischen Spieler unterhalten. Aber nur über die japanischen. Die ist auch nur Frankfurt-Fan, weil wenn bei der anderen Mannschaft ein Japaner mehr mitspielt, ist sie Fan von der anderen Mannschaft. Okay. Ei gute. Ja, ist so. Aber gut. Also ich mache jetzt dieses komische Ding mal auf. Das ist schon mal so ein Verschluss, den kapiere ich schon mal nicht. Oh geil, das wird ja schon mal lustig hier. Warte, dann muss man hier so einen Finger reinstecken. Oh Gott. Erzähl mal was, ich versuche mal die Flasche aufzukriegen hier. Das ist hier sowas. So, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Getränk ist. Es heißt Blowjob oder sowas und nein, man muss einen Finger reinstecken. Das ist genauso wie wenn du sagst, hallo, ich mag Ananas und deine Freundin vielleicht. Aber das ist was anderes. Du bist ein Saftarsch. Lotchong-Drink heißt das Ding. Das ja, ist aber das weiß so doch kein Mensch, was das heißt. Ja, ich doch auch nicht, Mann. Deswegen habe ich es ja genommen. So platt ist es offenbar, ich riech dran. Ja, das riecht nicht mal süß oder so.
Das riecht. Ich weiß nicht, was. Ich kann dir nicht sagen, was so riecht, aber es riecht irgendwie nach irgendeinem angebrannten Essen oder sowas. Ich schütte das jetzt mal ins Glas. Das ist grün. Naja, das ist grün. Das sieht aus wie so eine grüne Milch. Wir hauen euch in die Shownotes so ein YouTube-Video rein. Da gibt es irgendwie, wie dieses Glutamat-Zeugs hergestellt wird mit einem, was war das, Coconut-Topping und Zucker oder sowas. Schaut sehr komisch aus. Also wenn das nur halbwegs schmeckt, so wie es ausschaut, ist mir jetzt schon schlecht. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Warte, ich erkläre noch kurz was, da ist Konjac-Chili drin. Da steht drin, das Zeug ist eigentlich gesundheitlich unbedenklich. Dennoch warnen die Verbraucherschützer vor dieser Substanz. Mit Konjac in hohen Dosen verzehrt, kann es zu Magen-Darm-Problemen wie Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen kommen. Das ihr wisst Bescheid. Nicht. Da Konjac aufquellen und sich dadurch im Rachen festsetzen und zu Erstickungen führen kann, ist es für den Einsatz von Gelee-Süßwaren nicht erlaubt. Also wenn ich jetzt hier gleich irgendwie durchs Klo renne oder explodiere. Oder einfach nur kurz sterbe. Ich will das eigentlich. Eigentlich will ich das nicht. Es sieht aus wie Pistazienmilch, wenn ich ehrlich bin. Ich probiere jetzt. Warte mal, ich muss mir die andere Flasche Wasser nebendran stellen. So. Achtung. Scheiße, aber schmeckt tut süß. Also es stinkt echt eklig. Aber das schmeckt. Ja, aber ist das nicht mit dieser Stinkfrucht oder irgend sowas? Nee, von der Stinkfrucht weiß ich nichts. Keine Ahnung. Es ist ja auch alles hier auf Chinesisch drauf. Ich meine, was soll ich denn machen, außer hier dieses Dings da? Ich weiß, dass Google es 200 Kalorien hat. Mit der Kamera so. Please shake well. Oh, hab ich vergessen. Scheiße. Warte mal, ich schnell nochmal. Vielleicht jetzt, muss das so schaumig sein oder so. Vielleicht wirkt dieses Conjack-Zeugs da jetzt nicht. Das ist. Jetzt wirkt's gleich tödlich. Wer habe ich schon? Ih, da ist so ein. Jetzt habe ich so ein. Dieses Conjack-Zeug, das ist wie so ein langer Geleewurm da drin, den ich gerade im Mund hatte. Bäh. Ey, sag mal, was kotzt du denn jetzt? Ich trinke das Zeug, doch nicht du. Ich stell mir das gerade vor. Oh Gott. Aber ich mach da mal ein Foto von dem Ding und dann kann man das nämlich, dann kann ich das bei Twitter mal kurz hier so. Warte mal, Handy her, Foto. Moment. So, man soll ja auch nicht zu viel sehen. So. Okay, ich hab das Foto, das sieht sehr strange aus, das Zeug. Mach ich dann. Ich trau mich. Warte mal, ich beiß mal den Wurm ab. Der lebt aber auch nicht mehr, oder? Nee. Es klingt nach wie vor sehr komisch. Und nicht wirklich sehr erotisch, aber okay. Also das Zeug schmeckt gar nicht so schlecht, aber dieser Clipperwurm ist echt merkwürdig. Ja, aber das ist dieses Glutamat-Zeugs, was die in diesem Video da so herstellen, so. Keine Ahnung, das die rührt das irgendwie ein. Und das musst du so, keine Ahnung, 10 Minuten rühren, bis dieser ganze Blödsinn dann irgendwie so wie so. Siehst du, das ist nämlich Kleber, das ist so ein Flabber. Das sind noch mehr von diesen Klipperwürmern. Die sind alle unten an der Flasche, weil die schwerer sind als das Gesöff. Und ich hätte halt fest schütteln müssen, hätte ich wahrscheinlich den ganzen Mund voll mit diesen Klipperwürmern gehabt. Das ist a delicious food for us. Yes, it is very fine. Also, wer was Außergewöhnliches probieren will, ich traue es nicht mal meinem Hund zu geben, der kann das gerne mal probieren. Ich würde es jetzt nicht unbedingt, also es war interessant. Es riecht eklig, es schmeckt ganz gut, aber diese Klipperwürmer da drin, die sich in der Magen ausblähen und du davon Erstickungen kriegst, weiß ich nicht. Ja, ich habe leider mein Zeug, weil ich jetzt noch im Büro sitze. Mein Zeug liegt zu Hause gut im Kühlschrank. Das ist zwar nur unspektakulär ein Eistee, aber mit irgendwelchen Kräutern drin, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Vor allen Dingen ein Eistee mit so, da sind so Flankerln drin, so Brocken, die in dem Eistee rumschwimmen, in so einem Bio
Keine Ahnung. Okay. Nana-Minze, was auch immer Nana-Minze ist und irgendeine Gerste oder so. Ja, ich habe da vor diesem Getränkeregal gestanden und habe noch zwei andere Sachen für die nächsten Wochen mitgenommen, von denen ich auch nicht weiß, was es ist. So. Ja. Mittlerweile ist das ich alles heute auch vorbei. Nicht nochmal getrunken. Schade, schade. Aber deine Tochter hat das überlebt, wie ich mitbekommen habe. Sie hat es dann am nächsten Tag auch ausprobiert. Diese komischen Klibberwürmer, die da drinnen sind. Also sie hat erstmal dran gerochen, hat sich fast übergeben, hat dann tatsächlich einen Schluck genommen, hat sich dann fast nochmal über den Frühstückstisch übergeben und als ich die komischen Würmer, die drinnen sind, gezeigt habe, dann ist sie hoch ins Zimmer gegangen. Ich glaube, dann war die fast vorbei. Es wäre interessant zu wissen, ob man mit dem Zeugs angeln kann. Ich meine, save the Regenwurm, oder? Geht bestimmt. Also wie gesagt, das war eklig. Das war echt nicht schön. Sonst irgendwas passiert in der Alpenrepublik? In der Alpenrepublik nicht viel. Ich wollte auch was probieren. Und das habe ich mir gekauft letzte Woche. Oder in der vorletzten Woche diesen Eistee. Mit, keine Ahnung, Nana-Gras und irgendwelchen Weizen-Gersten-Mais-Körnern oder so. Wollte ich gestern mitnehmen, abgelaufen. Was glaubst du denn für eine alte Scheiße? Ja, das hält anscheinend nur so 3 Wochen. Ich meine, da waren eh schon solche Flocken drin, wo ich mir eigentlich dachte, vielleicht gehört das so. Aber wenn du ein anständiger Kehl gewesen wärst, ne, dann würdest du das Ding jetzt auch abgelaufen saufen. Ich will aber wissen, wie das echt schmeckt. Okay. Also ich habe auch noch 2 Sachen in der Kühle für der nächste Woche. Muss man mal gucken. Wie das dann schmeckt. Schlimmer kann es nicht sein. Ich glaube, das Schlimmste habe ich als erstes genommen. Ja, mal schauen, was da passiert. Irgendwann werden uns vielleicht irgendwelche Zuhörer Sachen schicken. Das wäre zum Beispiel eine coole Idee. Wenn ihr irgendwas findet, wo ihr sagt, keine Ahnung, und ihr traut euch nicht, schickt uns das Zeug. Solange man da nicht von sterben kann. Moment, darf ich ein bisschen. Also, hallo, wer weiß, was dann für eine Scheiße kommt. Also, ich möchte da durchaus noch Mitspracherecht haben, ob ich das dann auch wirklich probiere oder nicht. Alles das ich auch nicht. Das natürlich schon. Aber das Ganze geht natürlich nur mit Rechnungszettel, bitte, ja. Also, wie in der Schule. Ja, gut, also wie gesagt. Ich guck's mir an. Ich guck's mir erst an und dann entscheide ich. So also lecker. Da gibt's mit Sicherheit so ein paar richtig sadistische Hörer, die wirklich das allerletzte, das ekligste, das habe ich letzte Woche schon gesoffen. Aber vielleicht gibt's noch eine Nummer ekliger. Dann ist schlimm. Na, mal schauen. Kannst du auch mal trinken. Ich hätte ja probiert. Und die Score ist halt abgelaufen, ne? Ja, sowas aber auch. Oh je. Okay. Lass uns über Fußball reden. Reden wir über Fußball. Die Eintracht hat jetzt eben 14-0 gegen DJK Bad Homburg gewonnen. Ich habe einen Teil gesehen von dem Spiel. Standards nach wie vor eine Katastrophe. Aber gut. Was will man machen? Aber 14 Buden gemacht. Ja. Bad Homburg ungefähr so die Stärke eines Radnitzkinis? Ich glaube, die sind eine Spur stärker. Oh Gott. Aber mit den ganzen Transfers, die jetzt da passiert sind die letzten Tage, glaube ich, sind wir doch schon recht gut aufgestellt. Sage ich jetzt mal so. Nee, nicht schon wieder. Ich kann die Wortspiele echt nicht mehr hören. Ist echt zu hardcore. Ja, dann musst du das von vorhin lesen. Ich hab's gelesen, ich hab's auch schon kommentiert. Okay. Lass uns über die Spieler reden. Ja. Mit wem fangen wir an? Ja, nehmen wir Gibril Sow. 9 Millionen plus eventuelle Boni und 10% Weiterverkaufsklausel für Young Boys Bern. Genau. Spieler von Young Boys Bern mit Hütter schon auch eine Saison gemacht, mit Hütter Schweizer Meister geworden. Mittelfeld, zentrales Mittelfeld.
8 oder 10er Rolle. Wohl von den Einkäufen ist mal der qualitativ hochwertigste, den wir jetzt gemacht haben. Von dem verspreche ich mir einiges. Bis viel. Ja, der war auch heute in der, nein, gestern war das, in der Pressekonferenz, in der Vorstellung war der ja auch ziemlich souverän. Hat ja auch gemeint, er hat auch voll und ganz verstanden, warum er international eigentlich so gut wie gar nicht gespielt hat, weil er halt einfach zu jung ist. Also ich glaube, das ist ein guter, bodenständiger Typ, der sich auch dann auch opfert für das Team und so weiter. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Renner. Einer, der wirklich auch richtig Gas gibt, glaube ich. Ich glaube, das passt. Also das ist einer, der bei uns wirklich sehr gut reinpasst. Wie gesagt, Hütter kennt er schon. Hütter kennt ihn, er kennt Hütter. Und beide schätzen sich. Und ich glaube, das passt wie Faust aufs Auge. Das war genau der uns jetzt noch gefehlt hat. Wo man sagen kann, okay, statt Gacinovic endlich mal einen, der vielleicht die Pässe auch an Mann bringt, der vielleicht im letzten Drittel vorm gegnerischen Tor auch nicht immer das Falsche macht. Schauen wir mal. Klingt gut auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Ja, bin ich voll bei dir. Wen haben wir denn als nächstes? Den Rodrigo Salazar. Perspektivspieler. Okay. Mhm. Vertrag bis 2023. Soll aber gleich wieder an irgendwen weiterverliehen werden. Wen genau, weiß man irgendwie anscheinend noch nicht. 19, kann 6er und 8er spielen, kommt von der zweiten Mannschaft vom FC Malaga, war ablösefrei. Kann man eigentlich noch nicht so viel sagen, soll nur anscheinend technisch ganz gut sein. Marktwert aktuell satte 50.000. 50.000, wow. Und eine Buttersuppe mit Kümmel. Das heißt, du kannst ihn nicht kaufen. Ey. Schüttel ich locker aus dem Ärmel. Ich verkaufe dein neues Haus. Reicht dann. Tausche Haus gegen Salatbar. Genau. Ich wollte gerade sagen, Salatbar, der neue Spitzname, den du kreiert hast. Also wie gesagt, Entschuldigung, Stimme will mal wieder nicht. Du weißt noch nicht, wo er hingeht? Nein. Okay, ich weiß es auch nicht. Schauen wir mal, was sich da ergibt. Aber das ist einer, gut, ne? Warten wir mal ab, was passiert. So wie Tutter. Ne? Mit dem rechne ich diese Saison auch. Ich glaube schon, dass der so ein bisschen Ansatzzeit kriegt, ja. Wer, Tutter? Natürlich Tutter. Gehe ich auch von aus. Dann haben wir den Herrn Durm. Er steht beim Sturm auf dem Turm, der Herr Durm. Auf einem Euro-verletten Turm, der Durm. Wow. Hör auf, bitte, das tut mir weh. Da tut er weh. Boah. Okay, Marktwert 2 Millionen. Allerdings kommt von Huddersfield. Letzte Saison Huddersfield gespielt, davor in Dortmund. Ja, mit Huddersfield ein bisschen abgestiegen in den Championship als Vorletzter. Gut. Ja, aber das lag jetzt nicht unbedingt an Herrn Durm, das lag wahrscheinlich an der gesamten Mannschaft generell. Davor war er in Dortmund, hatte allerdings erstes Jahr, ist dann auch gleich mit zur WM 2014 gefahren, ist Weltmeister, hat zwar nie gespielt, aber das Ding hat er. Und war dann sehr oft verletzt, kam dann auch dort nicht mehr zum Zug, ist dann zu Huddersfield gegangen und jetzt eigentlich seit 31 Spiele, glaube ich, gemacht für Huddersfield. Verletzungsfrei. Ebenso ablösefrei. Da Vertrag mit Huddersfield ausgelaufen ist. Ja. Wobei der noch nie Einnahmen oder Ablösesummen irgendwie generiert hat. Ja, nochmal? Er hat halt irgendwie noch nie Ablösesummen generiert. Also der war immer der Herr Durm. Ablösefrei, der Herr Durm, ja. Ist sehr interessant. Ja, also da bin ich echt mal gespannt. Ich meine, der Kerl ist ja auch unglaublich flexibel. Also Gott, linker Verteidiger ist die Stammposition, die er am liebsten spielt. Habe ich so mitgekriegt bei der Pressekonferenz. Er kann aber auch rechter Verteidiger spielen. Er kann linkes Mittelfeld spielen. Der ist halt wirklich variabel einsetzbar. Und da müssen wir halt mal gucken.
wie er sich letztendlich so macht. Ich bin da echt mal gespannt. Ich habe ihn in Huddersfield nie spielen sehen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Und hatte ihn auch wirklich nicht auf der Uhr. Das war so, da ist er. Huch. Ein Tag vorher, am nächsten Tag, also einen Tag erfahren und am nächsten Tag gleich von Bobic, jo, fest. Ja, das ging relativ rasch. Das ging auch mit dem zweiten Kandidaten, mit dem Hardcore-Domme, Dominik Kohr, so. Der ist auch irgendwie vorgestern irgendwie angeteasert worden oder angetriggert worden durch die Community und hat jetzt einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, hat aber angeblich 8,5 Millionen gekostet. Das finde ich ganz schön heftig. Also er hat einen Marktwert von 4 Millionen. Also in dem müssen sie tatsächlich mehr sehen, als wir das vielleicht tun. Weil ich finde 8,5 Millionen, das ist schon ein Batzen Geld für einen Dominik Kohr. Der wirklich auch in Leverkusen ein Ersatz war. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja nicht so, dass der da ständig gespielt hat. Ist allerdings auch erst 25. Einer fürs Mittelfeld, zentrale Mittelfeld, Sechserposition. Relativ ja, spielstark auch. Ja, muss spielt wirklich abwarten. Ja, spielt aber auch eigentlich lieber auf der Acht, auf der Achterposition. Laut ihm selber. Eben wegen dem Thema Geschwindigkeit und ist eher halt so ein Box-to-Box-Typ. Wobei ich sagen muss, heute in der PK hat er mich ein bisschen an Lukas Podolski erinnert. Aber das ist jetzt nur meine Einschätzung. Warum? Hat er ein Späßchen gemacht? Ja, er ist ziemlich locker unterwegs. Also ist eigentlich eh schon ganz cool, aber es. Ja, so die Antworten waren teilweise. Interessant, sagen wir es so. Okay. Ja, aber als Achter, ich meine. Dann. Die Position 8 ist ja dann leicht schon überfrachtet. Ne? Also du kannst ja nicht noch einen Achter hinter den Zehner von so oder so oder so. Du kannst dich jetzt nicht noch hinter so stellen und nur einen Sechser da stehen. Ich weiß nicht, ob das so. Na gut, muss man sehen. Ich weiß nicht, wie offensiv wir dieses Mal wieder vorgehen. Also im Training haben sie heute anscheinend mit zwei Sechsern und zwei Achtern teilweise gespielt. Mein lieber österreichischer Freund, ich verstehe dich nicht, du bist wieder total abgehackt. Ja, das kann durchaus an der Leitung liegen. Ja, dann zapf mal die österreichische Leitung an, dass du da mal ein bisschen Dampf drauf kriegst. Ja, Grüße an Magenta. Also wiederhol den Satz bitte nochmal, damit nicht nur die Hörer ihn hören, sondern ich auch und weiß, worum du redest. Jawohl. Was haben sie heute gespielt? Sie haben im Training mit zwei Sechsern und zwei Achtern gespielt. Und anscheinend, ja, wollen sie halt mehrere Varianten drin haben. Also mit eben zwei Sechsern, zwei Achtern oder drei, fünf. Ohne rechts und links außen oder was? Na oh ja, haben sie, also wie gesagt, das ist nur das, was ich gehört habe. Haben sie halt irgendwie verschiedene Systeme geübt, eben auch mit zwei Sechsern und zwei Achtern und zwei Spitzen oder sowas. Also eher über die Mitte zu gehen. Okay. Ja gut, ich meine, letztendlich Hütter hat ja gesagt, wir müssen viel flexibler werden, wir müssen mehrere Systeme können, damit wir einfach nicht mehr so ausrechenbar sind wie letzte Saison. Letzte Saison hatten wir ein System, das hat am Anfang super gut geklappt, gar kein Thema, aber irgendwann stellt sich der Gegner ja auch drauf ein. Ne, das ist ja kein Thema, ist ja auch ganz logisch. Und wenn du dich auch mehr auf die Gegner einstellen kannst mit verschiedenen Systemen, kann nur von Vorteil sein. Definitiv. Was ist deine Meinung zu den Herren Durm und Chor? Gute Verpflichtung? Wenn man jetzt Chor? Die Kosten wegnimmt von diesen 8,5 Millionen, finde ich, dass es gute Verpflichtungen sind. Also man hört relativ viel Gegenwind, was mich ein wenig überrascht. Aber ich bin prinzipiell schon dafür, dass die auch dann regelmäßig spielen, weil die können mit Sicherheit sich noch weiterentwickeln und uns auch vom Spielerischen weiterbringen. Okay, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, beide haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Bereich UEFA, Europa.
Da haben wir dringend was gebraucht, damit wir eben die Forderungen, die die UEFA stellt für die Europacup-Teilnahme, erfüllen. Definitiv. Von daher war es wahrscheinlich auch ein Schachzug, den Bobic machen muss. Es hätte uns nichts gebracht, wenn wir wieder einen günstigen Nicht-Deutschen gekauft hätten und hätten dann diese blöde Forderung nicht erfüllt. Das geht ja nicht. Oh mein. So, ja. Und dann kam halt heute noch ein U19-Spieler dazu. Jip Molenaar. Holländer hat anscheinend 300 bis 310.000 Emmentaler gekostet. Kommt von der Volendam U19. Und rollt den Käse schneller als De Ligt. Anscheinend. Ja, keine Ahnung, warum man den verpflichtet hat. Vielleicht sieht man in dem ganz, ganz viel Potenzial. Ist Mittelstürmer und hat in der letzten Saison, glaube ich, in insgesamt 31 Spielen 5-mal getroffen oder so. Also Bombe. Okay. Ja gut, das ist vielleicht auch so einer, wo man sagt, lass ihn mal nur ein, zwei Jahre entwickeln. Und dann, was weiß ich was Herr Manga da in ihm sieht, aber bis jetzt hat er ja diese Sachen sehr erfolgreich immer, also seine Trefferquote war nicht schlecht. Hoffen wir mal und glauben wir mal an ihn und dann schauen wir uns mal den guten Jungen in ein, zwei Jahren an. Vielleicht kommt ja auch sein Schwager noch, ne? Der Herr De Ligt. Den werden wir uns zwar nie leisten können, aber gut, wenn wir die Europa League gewinnen und nächstes Jahr Champions League spielen, alles kennt ihr. Ja, das ist ja auch so die Geschichte, die der Herr Kroa heute gemeint hat, der gesagt hat, er ist eigentlich schon dafür, dass die Eintracht in der Champions League spielen muss und warum soll man denn ständig in der Europa League sich rumquälen, wenn es in der Champions League viel geiler ist. Okay, war mal ein Statement. Dann nehmen wir uns den Mund, dann nehmen wir den Mund ganz schön voll. Ja gut, ich meine, man kann natürlich mal ein bisschen auf den Tisch hauen, allerdings. Das ist schon mal eine Aussage. Ich meine, ich bin froh, wenn wir im Mittelfeld stehen und nicht irgendwie absteigen oder gegen Abstieg spielen. Europa League finde ich auch klasse. Champions League finde ich super geil. Und wenn man deutscher Meister ist, dann mache ich ein Fass auf. Die Chance. Warten wir erstmal, wie jetzt die Saison läuft. Ich bin echt mal gespannt. Lass uns mal kurz über EL-Quali sprechen. Die müssen wir auch jetzt am 25. machen. Erstes Spiel, 25.07. Ja. Gegen den berühmten FK Radnitschki Nis oder den FC Flora Tallinn aus Estland. Die erste Mannschaft ist aus Serbien, die zweite aus Estland. Radnitschki Nis hat einen Mannschaftswert von 12,5 Millionen. Ist momentan Tabellenzweiter und ich habe gesehen, letztes Spiel, glaube ich, 0-2 oder 1-2 verloren in der Liga. Die Herren aus Tallinn, Estland, haben einen Marktwert insgesamt, die gesamte Mannschaft, von 3,88 Millionen und sind aber Dauermeister in Estland. Auf jeden Fall, die Liga da ist halt nicht so der Preis. Ich glaube, das ist nicht so der Renner da. Und Hütter rechnet auch mit Radnitschki Nis, dass die weiterkommen und dass die unser Gegner werden in diesem ersten Qualifikationsspiel. Hinspiel am 25.07. Rückspiel ist wann? Rückspiel ist am 1., bilde ich mir ein Watte, am 1.08. Okay. Ist dann zu Hause. Okay, also wie gesagt, Radnitschki Nis, Marktwert gesamt 12,5 Millionen die Mannschaft. Die Herren aus Estland haben 3,8 Millionen Gesamtwert, also einiges weniger. Radnitschki Nis ist 1561 Kilometer entfernt und hat ein Stadion mit einer Fassungskapazität von 18.151 Plätzen. Bam. Bei der 5%-Regelung bleibt nicht so viel übrig, ne? Falls wirklich viele hinfahren wollen. Ist angeblich schon weg, das Kontingent.
Also vorab. Habe ich mir gedacht. Das ist genauso mit, du brauchst eine Dauerkarte, sonst hast du keine Chance, Karten zu kriegen für Europa. Es ist leider wirklich so. Aber gut. Ich gehe mal davon aus, dass es Nice wird und nicht Tallinn. Aber man weiß es nie. Man steckt da ja nicht drin. Glaube ich persönlich auch. Was ich interessant finde, ist diesen Spagat zu machen zwischen Trainingslager und einem Turnier und weiß der Geier was noch alles. Mit der Road to Danzig. Weil jetzt war mal Trainingsbeginn und diese Geschichten. Jetzt ist von 9.7. bis 13.7. der weltbekannte Uhrencup. Riesending. Riesending. Der ist in Biel und Basel. Da spielt man gegen Young Boys, FC Luzern und Crystal Palace, was jetzt generell nicht so schlecht klingt. Aber ja, ist halt die Frage, wie wichtig das ist. Dann ist von 26.07. bis 4.08. eigentlich in Windischgarsten im schönen Österreich ein Trainingslager geplant, wo am 28.07. um 18 Uhr in Wels gegen den FC Wels gespielt wird. Und theoretisch nach dieser Planung müssten sie dann am 1.08. nach Frankfurt fliegen, das Spiel spielen und dann wieder zurück. Und ich halte das eher für unrealistisch. Wie siehst du das? Du meinst, dass sie überhaupt... Ja gut, ich nehme an, dass sie das Österreich, das Trainingslager vorher abbrechen. Weil, wie gesagt, am 8. August ist ja schon wieder die nächste Runde. Ne, auch da so... Moment, das Hinspiel... Haben die das Hinspiel in Nice und das Rückspiel in Frankfurt? Ja. Okay. Und am 8. August, wo spielen sie da zuerst? Muss aber schnell gucken, ne? Ja, muss gucken, überrascht. Ja, ich sag da nichts zu, weil ich bin wieder total uninformiert. Ich hatte stressige Woche, ich hatte keine Zeit. Deswegen frage ich dich und ich dachte, du weißt es. Ey, ja klar. Ich habe übrigens jetzt langes Wochenende. Hoch die Hände, langes Wochenende. Freitag frei, Samstag frei, Sonntag frei, Montag frei und Freitag, Montag ist bezahlt. Super geil. Dazu kann ich jetzt sagen, gestern Urlaubstag, heute Urlaubstag, morgen Urlaubstag, Samstag, Sonntag sowieso frei, außer es sind irgendwelche Sachen zu tun. Montag Urlaubstag, Dienstag Urlaubstag. Ja, aber du verbrauchst deine Urlaubstage dafür, ich habe so frei. Naja, Augen auf bei der Jobwahl, dafür muss ich nicht mit verklebten Dokumenten durch die Pampa düsen. Ey, nur weil ich mir meinen Red Bull heute über meine Unterlagen geschüttet habe, bevor ich zum ersten Kunden gekommen bin. Ja, es war ein bisschen peinlich, es war auch ein bisschen doof und ist halt so, passiert mal. Hör auf. War es wenigstens eine Limited Edition oder ganz normales? Das war überhaupt kein Red Bull. Warte mal, ich bin da in die Pampa gefahren, am Arsch der Welt. Und das Riesendurst nach 3,5 Stunden Fahrt, weil war ewig weit weg von hier. Und der erste Laden, der kurz vor meinem Termin ankam, war Norma. Hier in dann irgendwie diese komische Energy-Blöre vom Norma. Günstig, 49 Cent die Dose. Weißt du? War aber kalt und hat geklebt wie Sau auf meinem Beifahrersitz. Tja, selber schuld. Selber schuld, danke. Bitte gerne. Deinen seelischen Beistand, den kannst du dir schenken. Yes! Mann! Ja, super, ich bin begeistert. So, jetzt sag an, haben wir dritte Runde Quali? Hinspiel zuerst oder erst Rückspiel? Ich schaue gerade am 11.8. haben wir mal DFB-Pokal. Jetzt kommt, ich bin am 8.8., das ist die dritte Quali-Runde. EL-Hinspiel. Ich weiß nur nicht. 115 ist das Rückspiel und zwischendrin ist DFB-Pokal gegen Waldhof Mannheim. Fährst du hin nach Mannheim? Ich meine, das ist jetzt keine Weltreise für dich. Ja, ich versuche es hinzukriegen. Du weißt, wie das ist, immer ganz schön schwierig, aber ich versuche es auf jeden Fall hinzukriegen, weil ich fahre nur eine Dreiviertelstunde.
Naja, besser wie Hoffenheim. Hoffenheim ist unser erster Gegner beim Bundesliga-Start. Ja, freust du dich so, schon jetzt drauf? Alter, es soll endlich losgehen. Ich habe keinen Bock mehr, die Pause ist mir zu lange. Ich meine, wir haben zwar von allen die kürzeste Pause, aber jetzt lass uns mal kurz zurückgehen. Also das ist echt ein Termin nach dem anderen mit Spielen, die auch relativ wichtig sind, die du nicht abschenken kannst. Und das machst du eigentlich alles mit einer Mannschaft, die eigentlich noch nicht voll eingespielt ist. Das kann voll in die Hose gehen. Das kann sein, dass wir über die Quali überhaupt nicht hinwegkommen. Kann sein, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich meine, du hast schon recht, das sind bis zum 1. September 10 Pflichtspiele, ja, das muss man sich geben. 10 Pflichtspiele in 6 Wochen, wo andere noch locker, flockig irgendwo in der Sonne liegen und, keine Ahnung, sich den Ball ein bisschen hin und her schieben. Ja, das wird anstrengend. Ich meine letztendlich, aber andererseits weiß jeder, was davon abhängt, was sie letztes Jahr erlebt haben. Und die es letztes Jahr nicht erlebt haben, die haben es am Fernsehen gesehen, was los war. Die werden auch jetzt wieder, das Ding wird wieder ausverkauft sein, obwohl Radnitschki Nies kommt. Die Bude wird wieder brennen. Ein Durm wird große Augen kriegen und sagen, geil, da geht nicht. Genauso hier, Chor ist ja sowas gar nicht gewohnt. Hallo, Leverkusen. Der wird genauso große Augen gehen, der wird abgehen wie ein Zäpfchen. Wobei ja der liebe Herr Chor einen Vorteil hat, der muss sich nämlich nicht für die Trikotfarbe irgendwie umgewöhnen. Oh, jetzt machen wir einen thematischen Sprung aufs neue Trikot. Da können wir uns jetzt gerne drüber streiten. Du findest es komplett scheiße, ne? Ich finde das Schwarze echt hässlich. Also das ist, ich weiß nicht, mir da... Alle drei Farben drauf ist gut, aber ich hätte vielleicht mehr Weißanteil gemacht und dann das Auswärtstrikot vielleicht irgendwie so, aber ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich finde das Heimtrikot, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde es echt, eigentlich finde ich es ganz nett. Von hinten sieht es scheiße aus, das sieht ein bisschen komisch aus, weil die Streifen ja auch hinten irgendwie nur zur Hälfte sind. Sieht ohne Flock ein bisschen merkwürdig aus. Mit einer Nummer und einem Flock drauf sieht es wahrscheinlich gar nicht mal so übel aus. Aber es ist natürlich im Gegensatz zu unserem komplett schwarzen letztes Jahr oder letzte Saison, ist es schon gewöhnungsbedürftig. Es ist halt mal wieder was anderes. Was ich aber geil finde, ist das Auswärtstrikot. Das weiße Auswärtstrikot. Das finde ich, das könnte ein Kauf wert sein. Ja, mir ist das halt alles irgendwie zu... Weiß nicht. Also ich finde jetzt beide nicht so toll, aber wenn es jetzt heißen würde, du musst eins von den beiden kaufen, dann wäre es bei mir das Weiße. Okay. Und das Goldene, das haben wir sowieso noch nicht so wirklich gesehen, außer auf diesem Voting-Bild damals mit Danny drauf. Ja, Gold. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass so viele Leute für Gold fürs Ausweichtrikot gestimmt haben, aber gut. Wir hatten ja auch schon Türkis, das Gerippte. Das fand ich übrigens ziemlich cool. Okay. Ja, was ich gesehen habe, es gibt auch noch zwei andere Mannschaften, die irgendwie orangen Ausweichtrikots haben. Werder Bremen, glaube ich. Und noch irgendeine, von daher vielleicht gar nicht, das so orange genommen. Ich glaube, Hertha hatte Hertha letztes Jahr nicht auch irgendwie orange oder so? Kann sein. Hertha oder Hoffenheim, irgend sowas. Oh Gott, das sind zwei Mannschaften, die mich null interessieren. Was interessiert mich das Auswärtstrikot? Die sind... Ja, Hertha ist schön, toll. Interessiert null. Von mir aus können die auch in Pink auflaufen, das ist mich auch nicht. So wie einst Juve. Diese komischen Rosa. Ja, oder so. Apropos, was mir gerade einfällt, apropos Juve. Buffon mitbekommen? Ja, ist wieder zurück zu Juve. Dass der Transfer von Trapp jetzt ein bisschen entschleunigt wird wahrscheinlich, dass er noch langsamer wird, als eh schon ist, weil jetzt ist Chesney, der ist fix die Nummer 1 bei PSG und dann zweiten Torhüter
der internationales Niveau hätte, haben sie nicht. Donnarumma, das, keine Ahnung, da hört man nichts mehr. Das wird natürlich jetzt kompliziert. Okay, wobei ich eigentlich gehört hätte, dass sie gerade bei Trapp schon relativ weit sind, im Gegensatz zu Hinti. Gut, das hat der Hütter auf der PK gesagt, dass sie bei Trapp und Rode das ganz ziemlich entspannt sehen. Und über Hinteregger ist ja gar nichts gekommen. Also ich glaube, da stagniert es ordentlich. Die werden wahrscheinlich irgendwelche wahnsinnigen Forderungen stellen mit 15, 20 Millionen. Komplett am Rad. Ich reg mich da nur drüber auf. Da geht der Pegel sofort hoch und ich könnte jetzt irgendeinen Augsburger gerade mal würgen. Ich meine, ganz ehrlich. Bist du noch da? Ja. Ich höre dich wieder nicht mehr. Ich bin aber da. Oh, super. Alter, wann kriegst du endlich das anständige Zeug? Den richtigen Stuff? Fragen Sie Magenta. Ich frage aber nicht Magenta, weil ich jetzt nicht Magenta anrufe, dann hänge ich 3 Stunden der Warteleitung und unsere Zuhörer drehen am Rad. Nein, hast du irgendeinen Plan? Haben sie irgendwas gesagt, wenn dieses Gezucke und Witze da nicht aufhört? Nein. Also ich warte bis jetzt auf einen Umstellungstermin. Den kriegen sie irgendwie seit 3 Wochen nicht hin. Weil wir sind jetzt dann ab 1.8. sind wir dann fix im Haus. Okay. Und sie kriegen es irgendwie nicht gebacken, dass sie dort die Leitung legen. Also, keine Ahnung. Gut, dann könnte das die Nummer 2, wo ich mich aufrege, nach Augsburg. Die erwürge ich gleich mit. Nein, also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das, was ich mitgeregt habe, ist, Reuter ruft 15 Millionen für Hinti auf. Ich meine, kann man mal machen. Logisch, der versucht natürlich rauszuholen, was geht. Aber das ist ja wohl eine Forderung, ich glaube nicht, dass die jemals in irgendeiner Weise von Bobic erfüllt wird. Das heißt, entweder sagt Hinti, nee, mache ich nicht, ich gehe nicht nach England, kannst du mich nicht hinverkaufen, dann bleibe ich hier sitzen und dann wird es bis kurz vor Ende sein. Bis Reuter sagt, okay, dann halt nimm ihn für 9. Oder aber er sagt tatsächlich, nö, Arschlecken. Das traue ich dem sogar zu. Also wenn ich mir so die Fanbase von den Affen anschaue, die sind auch alle dafür. Dann muss er halt auf der Tribüne sitzen. Er hat es nicht anders verdient, weil er ist ja ein Arsch. Ja, aber wenn er ein Arsch ist, dann will ich den ja weg haben. Ja, dann sollen sie uns den Arsch geben. Bei uns war er kein Arsch. Bei uns war er glücklich. Bei uns hat er gespielt wie sonst irgendwas. Mann. Echt. Kurz nach Augsburg. Ding anzünden und gut ist. Ja, hier, ich reg mich, da gehe ich ab wie ein Zäpfchen, da reg ich mich schon wieder auf. Das ist nicht gut. In meinem Alter sollte man sich dann. Ich wollte gerade sagen, in deinem Alter muss man dann aufpassen, dann ist man dann irgendwann Herzinfarkt gefährdet. Ja, eben. Und dann musst du zum zweiten Arzt gehen. Erst musst du zum ersten gehen, der immer schaut, ob untenrum alles in Ordnung ist. Und dann noch zu dem und dann vielleicht noch zum Internisten und so, keine Ahnung. Nicht gut. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, lege ich sofort auf oder rede ich weiter mit dir? Also es gibt Dinge, die will ich nicht hören. Behalte die für dich, Mann. Yes, Sir. Außerdem, was willst du denn mit 28 Jahren? Hallo? Da steht das alles noch nicht an. Geh du mal zu deiner ersten Darmspiegelung, dann reden wir weiter. Wer ist denn 28? Ich zum 23. Mal. Das machen wir nach. Ja, das ist wie meine Frau. Wobei meine Frau jetzt gemeint hat, nein, sie ist jetzt älter, sie ist jetzt 29, keine 19 mehr. Ja. Super, ich habe es wieder nicht gehört. Danke. Ich drehe durch. Was ist deine Frau? Jetzt 29 und nicht mehr 19. Sie ändert das so alle 15 Jahre oder so. Dass sie dann einen Zehnersprung macht, nachdem 20 Jahre vorbei sind. So in etwa. Also mit 69 sagt sie dann, sie ist 39. Ungefähr, ja. Das ist sinnvoll, das macht durchaus Sinn. Da fühlt man sich einfach besser mit. Schönen Gruß, kann ich nachvollziehen, alles vollkommen in Ordnung. Wo waren wir stehen geblieben? Augsburg, du hast mir Augsburg. Ja gut, lass uns nicht mehr über Augsburg reden, reg ich mich nur auf. Dreh ich durch. Haben wir noch ein Frankfurt-Thema? Ja,
Das Einzige, was mir noch einfallen würde jetzt aktuell, ist, dass eben noch zum Transferthema, jetzt sind halt viele Spieler geholt worden. Irgendwann ist aber dann Schluss, weil irgendwann ist der Kader dann zu voll. Gut, es müssen halt noch ein paar gehen, ne? Ja, jetzt war ja diese Rebic-Geschichte, wo erst kam, ja, Rebic ist sich einig, aus allen Ecken haben sie rausgeschossen, die Wahnsinnigen. Geht für 40 Millionen. Ja, genau. Und dann kam gestern das Dementi von Hütter, der gesagt hat, mit mir hat keiner geredet, mit uns hat keiner geredet, was wollt ihr eigentlich von uns? Und kurz darauf kam auch von Atletico. Ja, aber erst nach der PK. Okay. Wobei natürlich Atletico das Geld woanders rausgeschmissen hat, ne? Ja, mit diesem Joao Felix, 126 Millionen. Ich meine, er ist ja nicht schlecht, aber Alter, 80 hätten es auch getan. Gut, wenn man es hat, kann man es rausschmeißen. Ich hätte auch nicht so viel Geld dafür bezahlt. Schlecht war er nicht. Aber wenn du ihn so siehst, eigentlich ist das ja ein Hemd, ne? Also ich weiß nicht, ob der sich irgendwie, da muss noch ein paar Kilo Muskelmasse drauf, damit er sich komplett durchsetzt. Ja, aber wenn du den Miet anschaust, der ist auch gekommen mit, keine Ahnung, 65 Kilo, wenn er duschen war. Na gut, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall haben sie sehr kräftig Kohle ausgelassen. Jetzt heißt plötzlich Rebic nichts mehr mit 40 Millionen, auch kein Angebot und überhaupt nicht interessant für die. Das ist, ja gut, ich meine, aber letztendlich dementieren tun sie immer viel. Also da kann auch genau nichts Wort dann plötzlich halten. Zack, puff, ab. Ne? Also steckst nicht drin. Kann sein, dass es nichts ist, kann aber auch einfach sein, dass es trotzdem nächste Woche dann heißt und Rebic ist jetzt bei Atletico. Also ich glaube vom Gefühl her schon, dass er geht. Alea werden wir noch ein Jahr haben und dann ist auch der weg. Aber in der Zeit können wir natürlich ja weiter verpflichten für die Zukunft. Ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie sich das in der nächsten Saison darstellt. Wie lange wir im Europacup mitspielen, wie lange wir diesmal DFB-Pokal spielen. Ich meine, hallo? Wir haben eine ganze Saison keinen Pokal mehr geholt. Es wird Zeit. Wir müssen mal eine Katastrophe. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Das geht also so nicht. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich muss da mal anrufen. Also, ja, hallo, ey, komm mal, hör mal auf. Also ich meine, Europa League wäre ja mindestens drin gewesen. Ja, und außerdem, wenn der FC Bayern wüsste, wen wir alles in den nächsten 10 Jahren schon geholt haben. Das ist das Obergeilste. FC Bayern ist ja momentan der Reißer unendlich. Könnte mich totlachen. Sonntag muss ich zu meiner Mutter. Eingefleischter FC Bayern-Fan mit ihren 75 Jahren, seit 100 Jahren gefühlt FCB-Fan. Ja, da darf ich gar nichts sagen, weil dann wird sie wieder stinkig. Aber ich meine, hallo, jetzt wollen sie Dembélé holen. Ist allerdings alles schon wieder dementiert. Dementiert. Egal, auf jeden Fall. Dementiert will er nicht. Ja, genau, will er nicht. Oder zumindest hat der Berater gesagt, nee, ist nicht. Er will doch lieber bei Barcelona bleiben. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ja, was macht Brazzo? Ja. Oder macht er nicht? Wo nicht? Ja, ich glaube schon, dass der was macht. Nur der geht dann dahin, erzählt denen irgendwas und dann schüttelt der den Kopf und sagt, ne? Ja, kommt mal alle her, Brazzo hat angerufen. Kommt's mal her. Aha. Ja, und ich glaube, Rummenigge hält jetzt so richtig das Maul und sagt, so jetzt warte mal ab und lässt sie dann beide komplett gegen die Wand fahren. Wobei, ich muss kurz schauen, was war das? Schauen, ob ich das noch finde. Da war ja heute auch schon wieder irgendwas. Das ist mir auf Twitter irgendwie reingespült worden. Dass sie irgendwie, keine Ahnung, der eloquenteste Club Deutschlands sind oder keine Ahnung und ehrlich und weiß der Kuckuck was. Die Herren aus München. Ja, ja. Ja, natürlich, die sind komplett ehrlich. Das ist gar kein Thema. Da wird nichts Schlimmes und nichts hintenrum gemacht. Rufen aber noch schön in Liverpool an, während der gute Junge beim Medizincheck ist, rufen sie noch den Berater an, um ihn davon abzubringen, nach Liverpool zu gehen. Also ja, kann man mal machen. Ja, ja. Ja, kannst du mal machen. Ich glaube, Klopp hat nur da gesessen und hat mit dem Kopf geschüttelt.
Also wenn ich mal neue Mitarbeiter brauche und ich weiß, oh, der bewirbt sich jetzt bei der Konkurrenz, dann rufe ich genau in dem Augenblick an, wo er seinen Termin dort hat und sage, oh, nein, bitte, nein, komm zu mir, ich zahle dir zwar weniger, aber bitte, komm. Du hast auch weniger Perspektive, aber komm zu mir, bitte, unbedingt. Was gruschelst du denn da ständig? Ich habe gar nicht gegruschelt. Ich hatte gerade meine Unterlagen durchgeguckt und habe geguckt, ob ich irgendwie einen dummen Spruch über Brazzo finde. Aber das ist so dumm, da gibt es gar keinen dummen Spruch mehr. Da kannst du nicht mal mehr einen Flachwitz drüber machen. Das ist im Grunde ist es schlimm. Also jetzt nicht für mich. Ich finde es lustig, aber für meine Mama, und das tut mir echt leid, das ist schlimm. Ja, was soll man tun? Also, ich bezweifle ja, dass das auch irgendwie ernst gemeint ist, Brazzo da jetzt wirklich da voll rein, weiß ich nicht, zu installieren. Das ist komisch. Ja, aber wie du siehst, haben sie es gemacht. Und ich weiß halt nicht, ist es tatsächlich Brazzo? Macht nur Brazzo die Verhandlungen? Was ist mit Hoeneß? Verhandelt er auch nicht mehr? Hat er nicht gesagt, nur Spieler unter 30 Millionen macht Brazzo? Alles, was alles drüber unter, ist, muss er machen? Genau, alles, was irgendwie unter 20 Milli ist, macht er nicht, weil Peanuts und so, Kompetenz. Ja, und jetzt haben sie die, das ist doch wie bei PSG, da gibt es einen schönen Ausverkauf und nichts kommt rein. Also, wenn das so weitergeht, dann diesmal Dortmund für mich wirklich Meisterschaftskandidat, nicht mehr die Bayern. Ja, auf der anderen Seite, das Transferfenster hat ja jetzt erst offiziell am 1. aufgemacht und geht bis 2. September, das ist ja verlängert worden. Weiß der Geier, was da alles noch passiert? Ja, aber je länger es dauert, desto mehr kriegst du auch nur noch die Reste, die übrig sind. Und bei dem, was die ja alles schon sicher haben, da kommt ein Messi, da kommt ein Ronaldo, da kommt ein Mbappe. Mbappe. Ein Mbappe kommt da, das sage ich dir. Da sind sie dran dann. Der macht dann wirklich hier im Mittelfeld mit Dembele. Dembele, Mbappe. Und dann geht das ab, dann wird Bayern nicht nur Meister, die gewinnen die Champions League. Und Brazzo wechselt sich selbst ein im Endspiel. Und verwandelt die entscheidende Ecke mit einem Kopfball. Kann er das? Der ist 1,20 Meter. Entschuldigung. Er kann sich auf, auf Hummels seine Schultern setzen, aber oh je. Stell dir doch mal vor, da kommt der Bayern Brazzo, kommt da rein, will verhandeln, hat seinen Geldkoffer schon dabei und dann ist der mit 1,20 Meter, guckt so hoch und sagt, ich möchte gern, dass sie bei uns spielen. Und da guckt der runter und sagt, ja, ich nicht. Alter, das geht doch gar nicht. Ich meine, das wird doch die Lachnummer überhaupt. Ich verstehe das gar nicht, dass die da immer noch so ruhig sind, dass du eigentlich von denen nichts hörst darüber, über die ganze Geschichte. Entweder haben sich jetzt alle einen Maulkorb verpasst oder die haben wirklich schon einen Haken dran gemacht und haben sich schon mal hier irgendwie 3 Meter tiefer gebettet. Was ist da los? Na, ich glaube, da kommt noch was. Also ich bezweifle, dass die jetzt sagen, okay, gut, die holen jetzt nur mehr ein, zwei Mittelklasse-Spieler oder sowas. Also da wird mit Sicherheit schon irgendwas sein, aber Brazzo wird da genau keinen Abschluss machen. Also wenn du den als Key-Account-Manager wohin schickst, dann kriegt dein Tante-Emma-Laden vielleicht gebogen, aber schick den mal zum Big-Player. No way, Jose. Ich hab ein Geschäftsmodell für uns. Das ist die Idee. Wir brauchen 75 Millionen. Wo kriegen wir die her? Ich rufe bei Brazzo an. Wir brauchen 75 Millionen. Wir kaufen uns drei so High-End-Mittelklasse-Spieler für 25 Millionen pro Stück. Die kaufen wir uns als Adler-Podcast und dann warten wir bis kurz vor Transferschluss. Und dann läuft uns Brazzo für die drei Jungs die Tür ein und kriegt jeden für, was weiß ich, 75 Millionen. Wir machen pro Mann 50 Millionen Gewinn. Gut, also wenn da draußen irgendein Zuhörer ist oder eine Zuhörerin, die meint, ich habe ein bisschen Kleingeld über, Kontodaten geben wir dann bekannt. Genau. Es gibt auch 3% Beteiligung
ich glaube, das kann man auch raushauen. Übertreibst du mal wieder. Wollen wir das zu verschenken oder was? Nein, 3% ist okay. Also wie gesagt, wir brauchen 75 Millionen. Dann kaufen wir uns mal so 3-4 Spieler, legen die auf Halde, warten bis Pratzo komplett in Panik ist und dann bieten wir dem FC Bayern München an. Guter Plan. Ich find den gut. Ist gar nicht, was du hast. Ja, dann könnten wir uns aber eine Sauna kaufen. Sauna? Du baust doch gerade ein Haus, da keine Sauna drin. Was brauchst du für eine Hütte? Ein Haus, keine Sauna. Ja, eine Sauna, kein Pool. Was ist denn da los? Ein Pool habe ich sehr wohl. Der Alter, wird doch schon geused. Elitärer Verein, Pool. Ein Indoor- oder ein Outdoor-Pool? Aktuell ein Outdoor-Pool, aber da kommt noch ein nettes Dach drüber. Okay. Und eine Heizung. Und eine Heizung. Und noch eine Blubberblasenmaschine, damit du da im Sommer, im Winter dann im heißen Pool liegen kannst und kannst dir die Eier sprudeln lassen. Du wirst lachen, diese Idee die hatte ich schon. Ja, genau. Da kann ich mir ein japanisches Klo kaufen. Grüße an den Porn-Podcast. Die Kimmelkärchen. Okay. Ja, aber dann könnte ich mit einer Sauna könnte ich eine Aufgussmeisterschaft machen. What is that? Spektakulär. Auf die Idee bin ich gekommen durch den Bembel-Rekordhalter. Grüße. Der hat was gepostet oder hat einen Tweet geschrieben über deutsche Meisterschaft im Saunieren oder sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir das mal anschauen. Und es gibt tatsächlich eine Aufgussmeisterschaft. Wer macht damit? Wie gewinne ich das Ding? Indem ich am längsten in der Sauna sitze oder bin ich der Gewinner, der den Aufguss macht? Na, du bist der Aufgussmeister. Aufgussmeister, ja? Okay. Also wenn man auf die Seite drauf geht, allein diese Einleitung ist schon geil. Startseite. Bei der deutschen Aufgussmeisterschaft werden Show-Aufgüsse der Extraklasse geboten. Dabei handelt es sich um einen durch Musik, Licht, Animation, Kostüme, Choreografie und weitere Effekte ergänzte klassische Saunaaufguss. So wird ein besonderes und unvergessliches Schwitzerlebnis kreiert. Aha. Das ist dieses Kostüme in der Sauna. Wie soll ich mir das vorstellen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Hänge ich mir dann Feigenblatt davor? Oder wie soll das aussehen? Oder gehe ich da jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, im Vogelkostüm rein? Oder deutsche Aufmerksamkeit. Ich gucke mir das jetzt auch mal an. Ja. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl. Aufgussmeisterschaft.de verlinken wir denn in den Shownotes. Ich bin gerade im Regelwerk drin und da gibt es sogar verschiedene Disziplinen. Es gibt einmal die Disziplin Show-Aufguss-Einzelwettbewerb, dann Show-Aufguss-Teamwettbewerb. Okay. Ich muss jetzt gerade mal ganz großartig leiden. Ich bin schon ein bisschen weit. Ich gucke mir gerade die Teilnehmer 2019 im Einzelwettbewerb an. Hast du das gesehen? Warte. Also der erste, Christian Ulrich als Man in Black. Bist du im Einzel- oder im Teamwettbewerb? Teilnehmer 2019 Einzelwettbewerb. Fängt gleich an mit dem Kerl da hier, der steht doch da nicht hier Man in Black im Anzug da und Sonnenbrille auf in der Sauna und macht das Ding. Peter Wagner als Freddie Mercury, auch ganz großartig. Alter, die Plauze, Jacke offen, Plauze raushängt und dann hat er sich hier einen Bart eingemalt. Ist aber blond. Leck mich am Arsch. Und drunter sind drei, die sehen relativ normal aus, haben aber komische Namen. Der eine ist Armageddon, der andere Gandhi und der dritte Pompeji. Ja, es gibt auch die Feelings gibt's auch. Don Quixote 4.0. Aha.
Decke der Zivilisation, Sergei Saburov. Gib dir diesen alles nur geklaut, diesen, ich weiß nicht, Prinz-Typen. Mein Leben ohne gestern. Der sieht aus wie vom Badesalz. Ne, nicht vom Badesalz, wie heißen die anderen? Warte. Na, oh ja. Na, wie heißen die denn? Nicht Badesalz, die anderen Fuzzis da, die anderen. Was? Zwei. Mundstuhl oder was? Mundstuhl, genau. Na, da ist Shirt, aber das ist aber eher Badesalz, nee, doch, dieser, Gott. Der Ralf. Ja, doch, hast recht, genau, eher Badesalz, gut. Und ein Mädchen macht mit, die Mona. Nennt sich Mona Feldkamp. Künstlername Dream Express. Und unten geht's noch weiter. Oh, da kommt noch eine. Ich finde das witzig, dass du eine andere Reihenfolge hast wie ich. Was? Ja, andere Bilderreihenfolge. Boah. Hä, ich bin auf derselben Seite wie du. Wie ja, das? Aber. Ja, keine Ahnung. Ah, hier ist Don Quixote 4.0. Ja, 4.0. Gabriel P. Kala, Life of P. Ist das nicht romantisch? Der ist ganz oben. Lennart Gürgel, Eisberg. Eisberg voraus. Taucherboy. Ich meine, da musst du dir auch was einfallen lassen. Wahrscheinlich machen die dann, weißt du, das ist wahrscheinlich so ein Erlebnisaufguss, weißt du? Hier, da kommt hier Enrico de Joril, alles nur geklaut, ne? Er hat hier die dicke Zigarre im Mund, irgendwie so ein Leopardenmantel und so einen weißen Puddelhut. Der stürzt dann wahrscheinlich rein, dancet sich richtig ein ab bei 98 Grad und haut dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Waldmeisteraufguss drauf, der dir wahrscheinlich die Zehennägel aufrollt. Und ja, wer gewinnt da eigentlich? Nach was wird das gemessen? Ja, ich bin gerade am Schwitzen, was so ein Schweiß durch die Ritzen tropft oder was ist da der Sieger am Ende? Wo war das? Oder wird danach gefragt, wer sich am besten unterhalten hat, was am tollsten war. Bewertungskriterien. Also das fängt mal so an, ja. Du kannst jetzt da nicht einfach mitmachen. Du bist nämlich nur berechtigt, wenn du Sauna- oder Aufgussmeister in einer Wellness-Anlage bist. Kann man da draufklicken? Freddie Mercury, wo er mal weiter ist. 120 Euro Startgebühr in der Relegation. Im Hintergrund hörst, das ist mein Hund, der schnarcht. Ja toll, weißt du, da komme ich zur Saunawelt Höhenschwand, wenn ich hier Freddie Mercury auf anklicke. Aber den sehe ich nicht. Ach scheiße. Ach warte mal, doch hier, wir. Nee, das war so los. Preise. Okay. Also, ja, das ist nichts. Zu dem Ablauf. Also du musst in Englisch, musst du die Leute, die drin sitzen, mal begrüßen. Sie muss folgende Punkte enthalten. Name des Aufgießers und des Showaufgusses, Dauer des Aufgusses, eingesetzte Düfte und dass die Kabine jederzeit verlassen werden darf. Wenn es zu sehr stinkt, oder was? Egal. Das ist egal. Life of P, der kommt dann rein, weißt du, in so einem Tigerkostüm, holt den Meister raus und pinkelt einmal auf den heißen Stein. Das ist der sogenannte P-Aufguss. So, Bewertungskriterien. Das fand ich jetzt so. Ja. Okay, ist in Ordnung. Kannst es mir auch anders zeigen, dass meine Witze flach und scheiße sind. Ist in Ordnung. Ja, sag deine Bewertungskriterien. Ja. Fang an. Professionalität und Gesamteindruck des Aufgießers. Da würden jetzt bei mir schon ungefähr 98% durchfallen. Hitzesteigerung und Verteilung der Hitze. Wedeltechnik. Da werden wir wieder bei deinem heißen Stein. Wedeln ist erst ab 25 Zentimeter erlaubt. Alles, was drunter ist, kein Wedeln. Ich hab einen Ventilator, schau mal. Ja, weiter. Ja, verwendete Düfte und deren richtiger Einsatz. Ich meine, was soll er machen? Ich schütte das da drauf und gut ist. Stinkt halt danach verbranntem Spiegelei, mein Gott. Ja, es kommt drauf an, du sollst natürlich nicht hier Jack Daniels drüber schütten, ne? Na, dann schütte man maximal rein, aber ansonsten.
Thema Erdbeeraufguss. Mit Kirsche. Oder deine Würmer. Ja, nee, die sind nichts, die vergammeln. Also das ist, glaube ich, das ist, die kamen mir vor wie Gummi, kamen die auf einen heißen Stein, was dann verbrutzeln die und stinken nur noch nach verbranntem Gummi oder was weiß ich was. Ich würde es nicht ausprobieren. Ja, aber es gibt ja so ganz tolle Sachen wie, was weiß ich, keine Ahnung, Wirsing oder was weiß denn ich? Für sowas Grünkohl mit Pinkel. Nachdem ich ja auch E-Zigaretten konsumiere, da gibt es eine gute Seite, Flavor Arts, vielleicht kennt die der eine oder andere. Da kriegt man nicht nur Dampf, sondern auch normale Aromen, die man sich so in einen Joghurt schütten kann. Da kriegst du zum Beispiel so Sachen wie Spargel, Sardelle, Pizza, gebratenes Hühnchen und sowas. Yum. So ein Sardellenaufguss, das muss ja was Geiles sein, du. Alter, wo sind sie denn alle? Ups, ist die Sauna leer. Weißt du, dann wedelt er noch den Sardellen auf, 25 Zentimeter in jede Ecke. Dann sagt er, das ist der Geruch von der Emma von gestern. Ich war nicht duschen. Fahren sie reihenweise ins Koma, die Jungs in der Sauna. Ja, gut, weiter. Gut, die Düfte haben wir. Thema Umsetzung und Show-Elemente. Okay. Mehr Show-Elemente als 25 Zentimeter wedeln geht. Emotionen. Mit was, mit was wedeln die Mädels? Also Emotionen musst du auch noch zeigen. Ja, Emotionen, Kreativität und Atmosphäre. Jetzt stelle ich mir da gerade vor, wie Uri Geller in diesem Ding rumrennt, mit dem komischen Chalom, Shim, Sham, Sham, irgendwas, und anfängt, irgendwelche Löffel zu verbiegen. So stelle ich mir das gerade vor. Ich stelle mir das eigentlich viel mehr vor, wie dann, was weiß ich, weißt du, dann kommt er da rein. Erstmal stellt er seine Bassbox hin, dann haut er sich seine Nebelmaschine rein, dann haut er noch links und rechts zwei Laser oben in die Ecke und dann fängt er erstmal an. Weißt du, bis dahin sitzen die aber schon eine Stunde in 98 Grad und da hat er noch nicht mal das erste Ding gemacht. Und dann haut der da eine Show raus, weißt du, erstmal Nebelmaschine an, siehst sowieso nichts, dann Laser an und dann macht der noch einen Aufguss. Meine Fresse. Ja, und wenn du im Teamwettbewerb bist, dann zählt auch der Team-Spirit. Was für ein Teamwettbewerb? Na, es gibt auch einen Teamwettbewerb. Da tanzen wir zu dritt oder was? So ungefähr. Und ja, dann gibt es halt eine Jury und die vergibt halt die Punkte. Und je nachdem, wie viele Punkte du halt hast, hast du dann gewonnen oder nicht. Es gibt eine Hauptjury, es gibt eine Publikumsjury. Da müsste man fragen, ob man noch wen anrufen kann. Und die Publikumsjury, das liest sich auch toll, 10 bis 20 Personen aus dem Publikum, abhängig von der Saunakapazität. Das heißt, da sind im Zweifelsfall, keine Ahnung, 30 Leute in einer Sauna, vor denen du rumhampelst. So eine, es dir echt live gibt. Weißt du, 250 Leute drin, wie so eine Großraumdisse. Nackte Körper, die sich aneinander reiben. Schweiß, der in Massen fließt. Dann kommt der Bild. Alter. Schade, dass du gerade kein Bild hast, aber ich stehe hier vor meinem Mikro und versuche dir gerade zu imitieren. Okay, kennst du auch das Problem mit den Versicherungen? Jedes Mal aufs Klo gehen ist einmal defekte Fliesen einmelden. Was? Ob du auch dieses Problem kennst mit den Versicherungen, dass jedes Mal nach dem Gang aufs WC du wieder defekte Fliesen über die Hausratssicherung einmelden musst. Ja, ich habe grundsätzlich das Problem, wenn mir vorne links einer auf den Fuß tritt, dann habe ich echte Schmerzen als Linksträger, weißt du? Oje. Das sage ich dir. Ja. Ja, aber das. Gott, ich weiß nicht, ob ich dich da schon gefragt habe, aber dass Viagra innen blau-weiß gestreift ist, weißt du? Das hast du mich schon gefragt. Verdammt. Noch mal drauf rein. Verdammt. Nicht zweimal in dieselbe Scheiße, ne? Das funktioniert nicht.
Ja, auf alle Fälle eine sehr, sehr tolle Seite. Wir werden es unten reingeben. Vielleicht ist irgendein Sauna- und Wellness-Aufguss-Großmeister anwesend. Ich will, dass Freddie Mercury gewinnt. Der sieht null aus wie Freddie Mercury. Der sieht vollkommen scheiße aus, heißt aber Freddie Mercury. Also er heißt Peter Wagner. Der sieht Ja, auch was aus wie ist? Peter Wagner. Eher so ein Opa, weißt du, schöne Plauze, aber die Jacke, Lederjacke offen, und dann hat er sich irgendwas ins Gesicht geschmiert. Ich weiß aber nicht, was es ist. Hallo, ich bin der Aber so eine Peter Wagner, ich bin braune der Bruder Plastik. vom Wendler und ich bin manchmal auf Ibiza und mache komische Sachen mit Politikern. Leute, guckt euch den an. Wenn es ein Online-Voting gibt, dann werden wir das beeinflussen. Wir werden alle mitmachen. Gibt es ein Online-Voting? Dann Gesehen wär's hätte ich jetzt mitmachen. keins, weil das macht ja keinen Sinn. Ja. Aber das ganze Ding macht keinen Sinn, verdammte Hacke. Aber da wir schon bei Webseiten sind. Ja, hast du noch eine? Nein, nur unsere. Wir haben eine richtige E-Mail-Adresse, das auch, aber wir haben jetzt eine richtige URL. Eine richtige, Eine Hammer, eine. richtige. www.adler-podcast.de. Nein, Punkt.de? net. Nee, Punkt Punkt.net, net. ne? Was Das erzählst ist du noch denn so schon wieder? Ich neu wollte gerade da. sagen, hallo? Punkt.net. Also adler-podcast.net. So, ich mache das jetzt mal auf. Oh, das sieht gut aus. Ich habe noch nicht mal reingeguckt. Und zur Feier des Tages oder so. Shirt und Gutschein und so weiter. Ja, also die Seite ist jetzt, wie gesagt, unter adler-podcast.net erreichbar. Dort findet ihr unseren Shop mit ein paar Goodies und Shirts und sowas. Und ihr könnt uns auch unterstützen über PayPal oder eben den Shop. Und ihr könnt uns natürlich auch empfehlen. Das hilft uns eigentlich am meisten. Und ihr findet uns entweder auf der Webseite oder und auf Twitter unter dem Handle @adlerpodcast. Oder ihr könnt uns auch direkt anschreiben. Für den Markus gilt dann das Handle @mulemeister und für mich @joe2go_. Ja, prinzipiell hast du noch irgendwelche Empfehlungen oder sonst Also, irgendwas? ich hab heute auf der langen Fahrt, nachdem ich keinen einzigen Fußball-Podcast mehr hatte, habe ich mir die Kack- und Sachgeschichten runtergeladen. Und ich musste sagen, ich fand es durchaus unterhaltsam. Es ging um die Teletubbies. Aber die Teletubbies wirklich komplett zerlegt in allen Möglichkeiten mit was Gutes, was Schlechtes und so weiter. Über 3 Stunden lang Teletubbies. Aber es war durchaus amüsant. Ich werde mir jetzt nochmal die Nummer mit Game of Thrones mit der letzten Staffel reinziehen und dann werde ich mal mein Urteil über diesen Podcast bilden. Hast du schon mal reingehört? Kennst du die? Ich kenne es nur namentlich. Angehört habe ich es mir noch nicht. Aber die sind, glaube ich, relativ groß und bekannt. Ja, ich glaube auch. Aber wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gehört. Ich fand es eigentlich ganz, ganz lustig. Wenn man sich 3 Stunden mit einem Thema auseinandersetzen will. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Ansonsten noch irgendwelche Empfehlungen? Warte, lass mal überlegen. Lass mal kurz. Nee. Wie gesagt, ich hatte die Woche extrem Stress. Ich bin eigentlich zu nichts gekommen. Ich bin hier eigentlich auch so gut wie gar nicht vorbereitet, was ziemlich bitter ist. Hier werde ich jetzt nochmal demnächst nochmal sehr viel mehr um das Thema Adler Eishockey, die Eisadler nochmal mehr bemühen, mich nochmal mehr be befassen und dann mal gucken, wenn das Ganze losgeht. Und dann werde ich das parallel zum Fußball laufen lassen, weil es mich echt wirklich interessiert. Vielleicht fahre ich auch mal hin. Das kann ja nicht so schwer sein, da wird es Karten geben. Wahrscheinlich, ja. Und Okay. Gut, dann verabscheuen wir uns jetzt. Wünschen euch noch eine schöne Woche. Und so wahr, Magenta will, hören wir uns nächste Woche wieder. so sieht's aus. Und nicht vergessen,
neue Webseite adler-podcast.net oder uns auf Twitter quälen für Sachen, die schlecht sind, blöd sind, die ihr nicht wollt, einfach an @mulemeister schicken und die ganzen tollen Sachen schickt ihr einfach an mich @joe2go_. Genau, kein oder Thema, ich höre mir gern eure. Ihr könnt mich auch anschreien, alles gar kein Problem. Es gibt immer diesen Blog-Knopf, der ist wertvoll. Und für alles andere @adlerpodcast einfach schreiben, quälen, Kritik, solange sie konstruktiv ist, nehmen wir auch gerne an. In diesem Sinne, schöne Woche. Bis dann. Tschüss.